Hallo. Hallo, wir sind mal wieder live aus der Lounge von TV Spielfilm, diesmal zur Mittagszeit. Mal sehen, wann die ersten Leute kommen und sich auf den Kühlschrank stürzen. Deshalb fangen wir mal schnell an mit einer Hammermeldung für jeden, der in den 80er Jahren aufgewachsen ist. Du nicht? 88 geboren, also. Ja, also um es kurz zu machen. Der neue Masters of the Universe Film hat jetzt einen offiziellen Starttermin. Also He-Man kommt definitiv zurück. Okay. Oder was heißt zurück? Die Verfilmung von 87 mit Dolph Lundgren streichen wir am besten. Mhm. Ich kann mich an die Trickserie erinnern. Ja. Also so ein Held mit so einem Pisspot-Schnitt. Genau. Ja. Topfschnitt, ja. Ja. Also, du bist zu jung. Offenbar, tut mir leid. Du bist 88 geboren, da wurde die Actionfigur-Serie gerade eingestellt. Die lief von 82, also meinem Geburtsjahr, bis 88. Ich bin wirklich damit aufgewachsen, also schon als ganz kleines Kind habe ich diese Figuren in der Hand, gibt es viele Fotos davon. Und das ist, ich bin eigentlich nicht so der Nostalgie-Typ, der so der Kindheit nachtrauert, aber das ist die einzige Ausnahme. Also das, wir haben die dann irgendwann mal, die ganzen Figuren, also es ist ja eigentlich eine Figurenreihe, dann kamen später Zeichentrick-Serien und Comics, Hörspiele, aber diese Figuren, die haben wir dann irgendwann weggeschmissen und es war ein totales Kindheitstrauma für mich. Ich habe heute noch alle Turtle-Figuren, echt? Die ich hier bekommen habe. Bring mal mit. Kein Problem. Aber dann brauche ich 3 Tage, weil es so viele sind. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Der Film von 87 mit Dolph Lundgren als He-Man war totaler Schwachsinn. Der zählt nicht. Ja. Okay. Streichen. Die haben da neue Figuren eingeführt und wollen es unbedingt auf der Erde spielen lassen, aus irgendwelchen Gründen. Aber der neue Film kann richtig gut werden, denn der Drehbuchautor, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, der Drehbuchautor, der jetzt das schreiben soll, hat schon Batman Begins geschrieben. Also David Goya. Ja. David S. Goya. Ja. Der hat schon Batman Begins geschrieben und Man of Steel. Okay. Also der hat so zwei Origin Stories schon geschrieben und das soll jetzt auch so eine wie alles anfing Geschichte werden mit He-Man. Wie wurde er? Da gibt es auch zwei verschiedene Origin Stories in der He-Man Welt. Okay. Also eine in den Heftchen, die den Figuren beigelegt wurden, und dann eine in den Zeichentrickfilmen, also Serie. Ich weiß nicht, was da jetzt Gegenstand wird oder ob es ganz neu wird. Was wünschst du dir denn? Ich weiß es nicht. Ich hatte halt als Kind, also die Figuren, kann mich da kaum noch erinnern, außer dass ich es halt total cool fand damals. Aber so mit den Hintergründen hab ich mich nie beschäftigt. Also ich habe auch die Zeichentrickserie nie gesehen. Also für mich sind das alles die Figuren und die sind halt wirklich, das sind halt die 80er Jahre in Plastik kondensiert. Okay. Die materialisierten 80er Jahre, meine genau, Kindheit. Genau dein Ding, merke ich gerade. Ja. Also ich bringe die Turtles wieder, damit du vielleicht die Bilder mit den Figuren von dir. Ja? Vielleicht. Zeigen wir dann nächste Woche. Okay, was gibt's noch? Genau, es gibt noch alle Fans von Die Chroniken von Narnia dürfen sich freuen. Ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, aber ein paar bestimmt. Die Serie wird fortgesetzt, beziehungsweise gibt es einen kleinen Reboot. Mhm. Also der vierte Teil ist das ja dann. Sind die Pevensey-Kinder nicht mehr dabei. Das macht auch Sinn, weil die Schauspieler von damals sind mittlerweile erwachsen. Ja, klar. Im Buch ist es wohl dann der Cousin dieser Familie irgendwie, der dann die Hauptrolle spielt. War das mit dem sprechenden Löwe? Genau, oder? Genau. Ich verwechsel das immer, nämlich Narnia und dieses andere. Und das ist mit Daniel Craig. Ach, der goldene Kompass. Genau, ja. Ja, da gab es aber nur einen Teil von Nicole Kidman. Ja, genau. Ja, nee, Narnia, da gab es schon 3 Teile, der erste war mega erfolgreich. Das war kurz nachher, da ging er vielleicht deswegen, so Fantasy-Saga. Die Teile 2 und 3 waren dann eher gefloppt, deswegen gab es das auch 7 Jahre lang nichts mehr davon. Jetzt wird Teil 4 auch immer gedreht. Ja. Genau. Und als Regisseur wurde Joe Johnston verpflichtet. Mhm. Also ein Regisseur, der solide Actionfilme macht.
der viel Erfahrung hat, der zum Beispiel den ersten Captain America Teil gedreht. Also das wird, man geht auf Nummer sicher, habe ich das Gefühl. Ja. Und es ist auch, macht ja auch Sinn bei so einem Merchandise, das wirklich es schwer hatte in letzter Zeit. Aber besonders mit dem dritten Teil, der einfach nicht gut war. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten mal so einen Artikel, da haben sich Redakteure von uns Sequels oder Remakes gewünscht von Filmen. Dann hat sich auch einer neue Narnia gewünscht, der, oder war das Goldener Kompass, egal. Okay. Das ist alles das Gleiche. Alles nicht He-Man. Alles, was nicht oder die He-Man ist, ist egal. Ja, okay. Trotzdem habe ich noch eine Neuigkeit, und zwar kommt jetzt wohl die Fortsetzung von World War Z. Dieser C oder? Ich weiß auch nicht. Ich dachte auch mal Z, aber dann habe ich Sie. Egal. Okay. Weltkrieg Z, Teil 2. Mit Brad Pitt und vielen Zombies. War 2007, glaube ich. Nee, ich bitte. Ich glaube, der ist schon. Egal. Zwischen 2007 und 10. Wir schlagen nochmal nach. In diesem Jahrtausend, okay. Ja. War ein großer Erfolg, und der war, auch wie übrigens Masters of the Universe, lang in der Produktionshölle. Also da wurde jahrelang dran rumgedoktert, ohne dass irgendwas klar war. Aber jetzt steht anscheinend David Fincher als Regisseur kurz vor der Unterschrift. Das ist eine Sensation, oder? Ja. Also Fincher. Kann ich mir aber gut vorstellen. Fortsetzung, erstens das, ja. Und dann auch noch von einem Zombie-Film. Ja, ja, aber klingt gut. War, ja, kann ja. Gut werden. Der erste Teil von einem deutschen Regisseur, Mark Forster. Ja, und nicht zu verwechseln mit dem anderen Mark Forster. Der Musiker? Ja, ja, nee, oder Mark Forster heißt er. Ja, genau. Ja. Warum wollte man den nicht mehr? Also den Regisseur, nicht den Musiker? Also da gab es damals, der Film ist ziemlich bekannt dadurch, dass Brad Pitt, der auch Produzent war, ja, und Hauptdarsteller, hat sich total gezofft mit Mark Forster. Also, okay. Also es war keine Option, dass der nochmal die Regie übernimmt, aber ich denke, nichts gegen Mark Forster, der ist okay, aber David Fincher ist halt schon nochmal eine ganz andere Güteklasse. Das kann man sagen. Ja, cool. Sind wir gespannt. Wird wahrscheinlich... Die Dreharbeiten werden frühestens im Herbst diesen Jahres beginnen. Nur immerhin. Ich habe noch was von einem anderen Altmeister, Ridley Scott. Nächsten Monat, glaube ich, kommt ja schon Alien. 18. Mai. Alles klar. Da, wie spricht man den aus? Covenant. Der neue Alien-Teil jedenfalls kommt da raus. Und jetzt wurde ein Kurzfilm veröffentlicht, der zeigt, was eigentlich mit Elizabeth Shaw, der Protagonistin von Prometheus, was mit der passiert ist. Und den die taucht ja im Neuen nicht auf. Die taucht im Neuen nicht auf, genau. Deswegen gibt es jetzt diesen kleinen Kurzfilm, dauert nur zwei, drei Minuten. Die ist ziemlich spannend, und hier nochmal der Hinweis, den werden wir natürlich gleich posten, also bei uns. Und sehen, seht ihr den. Dürft sehr gespannt sein. Alien. Jetzt sollten sich vielleicht die Leute, die Split mit James McAvoy noch nicht gesehen haben und ihn noch sehen wollen, kurz die Ohren zuhalten. Hm. Es gibt nämlich einen Spoiler, aber ich denke, du auch? Ich habe nicht gesehen. Ja, aber weißt du, was der große Mega-Coup daran ist? Ja, ich habe wohl gehört, dass alle M. Night Shyamalan-Filme in einem Universum spielen. Ja, nicht alle. Okay, ein paar, ja, die werden jetzt irgendwie zusammen. Genau, also an Unbreakable, das ist mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson, diese unkonventionelle Superhelden-Story, hängt mit Split zusammen. Und also sollte schon von Anfang an, war das geplant, also schon vor 17 Jahren. Und da ist jetzt auch bestätigt, dass es ein Sequel gibt, das Split und Unbreakable zusammenführt. Also die Fans wussten es schon, aber das ist jetzt offiziell bestätigt von M. Night Shyamalan, oder wie man ihn ausspricht. Shyamalan. Ja. Und sind dann auch wieder die Stars dabei, also Samuel L. Genau. Jackson und James McAvoy. Ja. Bruce Willis. Also Bruce Willis, der sich als Superheld offenbart hat in Unbreakable, trifft jetzt auf James McAvoy, der sich in Split als Superschurke entpuppt hat. Mhm. Und
die treffen in einem neuen Film, der Class heißt, nach dem Namen der Figur von Samuel L. Jackson, treffen aufeinander in einem epischen Battle. Wow. Nehmen wir an. Also das wird richtig spektakulär. Und wann kommt der raus? Auch nicht vor 2018. Oder 19 eher. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Okay. Achso, Masters of the Universe, um da nochmal drauf zurückzukommen, kommt am 18. Dezember 2019. 18. Dezember, das ist eine Woche vor Star Wars Episode 9. Okay. Ja, also. Also, ja, also die. Dann ist der vielleicht eine Woche auf Platz 1, aber dann will den keiner mehr sehen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass der so groß wird. Also die Kinder der 80er sind da vielleicht schon auch zu alt dafür. Die sind dann so. Ja, gerade das macht ja auch Jurassic World aus. Ja. Die Fans von damals sind heute, genau, die Filmemacher. Ja. Deswegen, genau, ist das meist ein Zeichen, dass sie gut werden. Ja. Und da haben auch die Fans, die haben sich dann im Internet formiert und gefordert, dass da neue Film gedreht werden soll und so weiter. Aha. Dann sollte man auch einen neuen Film von Der Goldene Kompass drehen. Ja. So. Und vielleicht noch einen guten Turtles-Film. Für dich. Es gibt gute. Auch die neuen? Auch die neuen sind sehenswert. Okay. Ja, ja. Die alten sind natürlich großartig, ne? Ja. Aber vielleicht so noch mal so eine Origin Story. Oder eine Vorgeschichte, wie so Schildkröten. Ja, jeder Teil hat ja tatsächlich eine Vorgeschichte. Ja. Also, wie die Turtles denn die Turtles wurden. Ja. Ich bringe dir die DVDs nochmal mit. Okay. Auch die gerne die Trickserie, alle 193 Folgen habe ich auf die DVDs. Ich hatte auch Figuren. Übrigens, ja. Hat man die auch weggeschmissen? Ja. Ja. Also, Elternhaus, Mewpads, was macht man da noch? Ja. Egal. Aber irgendwann muss man sich ja von der Kindheit verabschieden und ich finde auch diesen ganzen Nostalgie-Trend total albern, aber trotzdem. Turtles gehen immer. In dem Sinne. Ja, tschüss.